Wie sollte denn der Staat reagieren, wenn ein Jugendlicher, egal welche Droge, also eine legale Droge besitzt, aber er zu jung ist, um sie gar nicht kaufen würde? Wie sollte der Staat reagieren? Egal ob jetzt, also wenn wir heute, wie sollte die Polizei reagieren, wenn sie heute jemanden, einen 17-Jährigen mit einer Flasche Wodka erwischt? Sollte der eine Strafanzeige bekommen? Im besten Fall. Das wiederum halt. Ja, es verstoßen gegen das Gesetz und um denjenigen zu schützen. Im schlimmsten Fall, wenn Sie zu Hause keine Eltern haben, die denjenigen erziehen, wir haben heutzutage immer weiter eine Schwächung der Familie. Wenn Sie zu Hause eine Alkoholikerfamilie haben, im schlimmsten Fall, weil das von dort gelernt hat, dann haben Sie niemanden, der Ihnen das Korrektiv liefert. Das ist ein Problem. Wenn das ein Einzelfall war, ist er in Ordnung. Also dann ist es natürlich auch nicht gut. Aber dann wissen Sie zumindest, dass er in einem gefestigten sozialen Umfeld ist. Aber wenn Sie wissen, der hat kein gefestigtes soziales Umfeld, wer soll denn dann jemals das Korrektiv für denjenigen darstellen? Das betrifft aber auch jede Droge. Ich denke halt, dass das Strafrecht, also das repressivste Mittel, das der Staat im Angebot hat, das falsche Instrument ist, um pädagogisch zu wirken. Da können wir unsere Ressourcen in andere Dinge besser investieren, anstatt Polizisten versuchen, Sozialarbeiterrollen zu machen, die gleichzeitig noch Strafanzeigen verteilen. Das ist nicht die Aufgabe der Polizei. Ja, es ist auch nicht Aufgabe des Strafrechts, Leute zu erziehen, ne? Sondern es ist Aufgabe des Strafrechts, Regeln einzuhalten, weil es eben gesagt wird, das und das, sagt der Gesetzgeber, ist eben zulässig und das eben nicht. Und dafür ist es Aufgabe der Polizei, diese Regeln einzuhalten. Aber sicherlich nicht Aufgabe der Polizei, pädagogisch tätig zu werden. Das ist Aufgabe der Sozialarbeiter. Ich bin auch dafür, dass wir die Sozialarbeiter weiter aufstocken, dass wir sagen, wir müssen an den Schulen, also im Kreis, wo ich komme, haben wir das zum Beispiel, haben wir einen sehr aktiven Kreis von Sozialarbeitern, die Drogenprävention betreiben. Den Jugendlichen erklären, was die Gefahren des Drogenkonsums sind, dass sie denen die einzelnen Drogenklassen erklären, dass sie sagen, das sind die Langzeitschäden, aber dass sie das auch mit einem offenen Dialog machen, das gehört natürlich dazu. Das ist Pädagogik, aber ich erwarte natürlich nicht von der Polizei und von den Gesetzgebern, dass das jetzt der pädagogische Aspekt ist. Also sie versuchen da jetzt die Aufgabe der Pädagogik Leuten überzustülpen, die sie natürlich nicht haben, das hat auch nie einer gesagt.